Ey, da raus hier! Schnell raus hier! Master, das sind Leute, die hier nicht raus wollen oder nicht raus können. Wir sind verloren! Nicht aufgeben, Hammer! Fei kämpft auch für uns. Fei, er will nicht länger zusehen, dass unschuldige Leute ihre Heimat verlieren, ihre Städte. Das ist jetzt sehr wichtig. Meine Stadt! Bring mich nicht zum Lachen! Wer kümmert sich schon um diese Stadt? Selbst wenn du etwas zu tun hast. Ja, die Stadt wird hier angegriffen und der Atomreaktor auch. Das ist nicht gesund. Bin ich auch. Nutzlos. Ich hab's erst! Ach nee, bitte nicht noch einer. Ach nee, bitte nicht! Thank you.
Hoppla, Leute. Ich hab grad gemerkt, mein Mikro war aus. Naja, hat er gesehen, was hier abging. Ziemlich lustige Kämpfe. Eieiei, Mikrofon, warum warst du aus? Na egal, ihr habt nichts verpasst, außer, dass ich nichts geredet habe. Okay, jetzt ist es an der Zeit, als letztes Schiff den Kurs zu wechseln. Ellie! Rico, aber könntest du bitte vorausgehen? Was? Du bist so weit gekommen und willst jetzt weglaufen? Ich werde folgen. Ich verspreche es dir. Bitte. Tja. Selbst ohne dich kann ich es selbst machen, ne? Tja. Dann werde ich mal vorausgehen. Fei, willst du das wirklich tun? Ernsthaft? Was machst du hier, Ellie? Willst du mich... Ja... Machst du Witze? Ich dachte, du gehst raus aus dem Militärgeschäft. Das würde zu viel bedeuten. Ich bin ein Offizier der Gelblappenstärken. Dann heißt es also, dass auch einer deiner Befehle? Ja, das ist meine Pflicht zurzeit und auch mein Befehl, die Hecht zu eskortieren. Und alle Gegner zu eliminieren, die in meinem Weg stehen. So soll es also aus dem Weg gehen. Weil wenn du nicht weggehst, dann habe ich keine andere Wahl, als gegen dich zu kämpfen und dich zu eliminieren. Ernsthaft? Du weißt, was du tust, oder? Wie kannst du da sowas sagen? Das Schiff wird... Du siehst, was hier abgeht. Was hier bald passieren wird. Komm, Ellie, sag etwas! Ich weiß, ich verstehe, was ich tue. Warum? Veränderung. Warum will ich verändern? Warum bin ich geändert? Oh, I wanted to change, das ist schwer. Zu besetzen, sagen wir so. Ich habe über vieles nachgedacht, um mich zu ändern, aber ich kann nicht. Ich habe nicht die Freiheit, um es zu tun, wie du. Freiheit? Ich? Ja, bin ich falsch? Um den Weg zu wählen, den du willst. Und die Kämpfe zu bestreiten, die du selbst bestreiten willst. Das alles hat damit zu tun. Du hast die Freiheit, deinen eigenen Pfad zu wählen. Nicht so wie ich. Warum willst du das nicht dann auch, Lely? Wenn ich nur könnte. Hätte ich schon längst getan, aber ich kann nicht. Das ist mein Platz. Und der ist hier. So bitte, versteh es. Lely! Ich habe auch keinen Platz mehr zum Wohnen, wo ich hingehöre. Hä? Bart und seine Crew, sein ganzes Schiff, alle werden vermisst. Sie sind verschwunden, nach einem Kampf in Gebla, mit den Gebla-Trio. So habe ich jetzt keinen Platz mehr, wo ich zurückkehren könnte. Ernsthaft? Warum kämpfst du dann? Für was kämpfst du? Macht dir das Spaß? Hä? In jemand anderen sein Land einzudringen und seine Heimat zu zerstören, unschuldige Menschen zu töten. Magst du das zu kämpfen? Magst du das so viel? Ist es das, wofür du kämpfen willst? Um Leute zu töten? Ist das wirklich so spaßig? Sei nicht so, grausam? Ja, glaub schon. Ich hab keinen Spaß daran. Wenn das der Grund ist, dann komm mit mir!
Was machst du? Vergiss alles und komm mit. Ist der aber dreist. Okay, lass uns gehen. Au, was? Komm schon. Wir sind mitten in der Stadt. Schau auf die Stadt. Schau genau. Ist es das, was du willst? Ist das Wort Pflicht das, was du dir vorstellst? Tut es das? Das hier? Ellie. Aber das ist alles, was halt übrig bleibt. Du sagst das noch immer. Es ist nicht so wie du. Wenn du es nicht willst, dann tu es nicht. Du sollst nicht dorthin, wenn du glaubst, du musst dorthin. Du sollst dich nicht dazu zwingen. Für was kämpfe ich jetzt? Du wolltest es wissen. Ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß, dass ich Bart helfe und die anderen. Aber ich weiß noch immer nicht, was ich tun soll. Vielleicht suche ich nach einem Platz, wo ich hingehöre. Aber ich glaube, es ist besser, um zu kämpfen, als nichts zu tun. Ich kämpfe, um meinen Freunden ein bisschen zu helfen. Das ist es wertvoll. Das ist es. Nichts anderes. Es ist immerhin etwas. Fei! Ich gehe. Du kannst nicht. Dominia, wer ist das auch immer? Ist nicht anders wie anderen Soldaten. Sie ist eine Elite in den Gebler-Elite. Sie ist die Elite in der Gebler-Elite. Sie ist eine von den Elementaren. Ramusos Personale Garde. Ihr habt keine Chance. Wie auch immer. Ich muss das aufhalten. Hi. Setan und Hammer haben auch nichts mit Kislev zu tun. Aber sie versuchen trotzdem, die Zivilisten zu retten. Selbst Rico, der seine Stadt hasst wie alles andere, hält zu mir. Darum gehe ich. Ich bin eine traurige Szene, wenn ihr mich fragt. Hi. Save your data? Bitte! Muss ich noch mehr sagen? Also bitte! Ja, eine ziemlich traurige Szene. Fei will die Ellie dazu überreden, dass sie mit ihm kämpft. Aber Ellie, ich glaube, sie weiß selber nicht, was sie tun soll. Weiter, ja. Da ist das Schiff, das die Stadt angreift. Ist das riesig. Wo gehst du hin, Fall? Warum muss ich die Drecksarbeit machen und du willst dann alleine, hä? Entschuldigung. Oh, aber ich glaube, ich habe jetzt eine Freundin gefunden. Wenn wir sie besiegen können, dann können wir vielleicht auch den Kurs des Schiffes ändern. Let's go! Achso, das ist die Dominia. Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen, das Bild. Kann das sein? Nichts weiter als ein Extra. Shipbomb Hecht. Schieß sie ab. Ha, natürlich nicht.
Er hat nicht das Schiff runternehmen. Du nimmst uns runter. Wir nehmen dich auseinander, nicht das Schiff. Entschuldigung. Übersetzungsfehler. Passiert oft. Wie dumm kann man das sein? Aber was kann man von Lemmon anders erwarten? Oh, und Fei wurde jetzt ganz geheilt. Sein Dank ist ja auch wieder ganz voll. Was das Ganze einfacher macht. So haben vieles. So, los geht's! Bam! Bam! Auch wenn Ellie gesagt hat, wir haben keine Chance gegen die Dame. Autsch. Kämpfen wir. Haha, mein Leben. Ich hab mal, bevor ich hier nochmal den nächsten Kampf gemacht habe. Das ist cool. Fix Frame. Kostet 640 HP. Ne, warte. Fix Frame HP. Wisst du, war Frame HP. Wie viel hier wiederhergestellt wird, steht nicht da, aber es kostet 640 Tank. Nicht HP. Das ist fies. Egal, angreifen. Bam! 400. Die Dame greift hier mit solche Laserstrahlen an. Die haben es ganz schön drauf. Weil ich vorhin sagen wollte, ich habe mal die Ausrüstung von Fei ein bisschen geändert. Er hat jetzt einen sehr hohen Ausweichwert. Dafür eine etwas niedrigere Rüstung, aber wie ihr seht, er weicht sehr oft aus. Also ist das sogar eventuell besser, als wieder eine bessere Ausrüstung zu haben. Einfach auf Maximum Ausweichen getrimmt, die Ausrüstung. Mehr habe ich nicht getan. Weil ich habe gecheckt, Armor bringt sich bei dem Gear fast nix. Das Ausweichen wird viel besser. Oh ja, das war ein schöner Schaden. Man sieht, Fei weicht wirklich sehr oft aus. Wenn er getroffen wird, macht es jetzt nicht so viel Schaden. Also man kann es aushalten. So, hau rein! Der arme Kopf. 800. Ja, es ist eine von den Elementaren, hat es geheißen. Die Dominia. Cooler Name irgendwie. Das wird ein ziemlich cooler Fall. Oh yeah! Bam! Weg mit der! Die greifen damit ihren Strahlen an. Sie setzen nichts Weltbewegendes dabei. Und ja, wenn sie trifft, dann ist es nicht so. Was ist das? Ich kann mich an den Kampf teilweise gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie in irgendeiner Weise böse war. Wisst ihr was? Ich schalte gleich beim Champion den Booster ein, weil der haut einfach so richtig rein. Das ist wow! Ich glaube, das mache ich jetzt. Booster einschalten! Kostet zwar Dank, aber Moment. Das da vorne kann auch angreifen. Machen wir mal. 180. Super Beam Attack! Wow! Ich wusste doch, da gab es irgendwas Böses. Das hat 1000 Schaden gemacht auf Fei. Autsch. Ich glaube, das sollte sich vielleicht heilen. Der Champ kann das oft aushalten. 5-mal. Der sagt da nichts dagegen. Der ist auch ein richtig geiles Gear, was er hat. Oh, schade, abgewehrt. Aber trotzdem noch immer 216 Schaden. Wenn der Gegner es abwehrt, wird der Schaden halbiert. So, hier mal eine kurze Reparatur bei. Oh yeah, um 900. Gar nicht mal so übel. Einzige Problem am Fire-Gear ist, es hat so wenig Tank. Das muss ich irgendwie mal aufrüsten, wenn ich mal etwas finde dafür. Wie viel hält die aus eigentlich? Ich habe irgendwie das Gefühl, das war erst die Hälfte. Wenn nicht überhaupt. So, Fire heilt sich nochmal, warum nicht? Aber er muss dann mal nachdenken. Und wenn man charged, hat er nebenbei einen höheren Verteidigungswert. Kann trotzdem durchbrochen werden. Oh, nee, nicht das schon wieder. Ich versuche das jetzt gleich wegzukriegen. Wäre gar nicht mal so schlecht. 700. Komm, weg damit! Wie hält denn das aus? Mehr als genug anscheinend. Ja, mehr als genug.
Was? Abgewehrt? Lass mich doch verarschen, oder? Ah, bitte, geht doch, zerstört. Das Super-Aerot. Ich glaube, der hätte gleich angegriffen. Das wäre sehr böse geworden. Bam! Headbang! 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 Also richtig von! Puh, der Tank geht bald aus vom Champion. Ist nicht ganz so gesund. Aber solange er kämpfen kann, hau ich rein ohne Ende! Bam! 400! Ich schalte gleich den Booster wieder aus. Da braucht zu viel Tank auf Dauer. Autsch und Pfeil, wie man es gerade gesehen hat, den Angriff mehr oder weniger abgewehrt. War schön. Ach, wieder dieser Super Beam. Wisst ihr was? Um den kümmere ich mich jetzt nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt nur um die Hauptperson hier hinten. Ja! Auch wenn das Feind so viel Schaden gemacht hat. Das war nicht unnötig. Ja, jetzt aufpassen. Und, ah, ist schon kaputt. Okay. Ah, warum? Ich werde mich daran erinnern. Oder erinnert euch das? Eines Tages werde ich zurückzahlen! Ihr werdet dafür bezahlen! Ich verspreche euch das! 24.000 Erfahrungspunkte gibt's dafür! What? Wenn das mal kein Level Up ist. Und, ah, Pfeil hat das erlernt. Counter Force. Das ist richtig cool. Und bekommt dafür ein HP Drive. Fürs Gehen. Das war ein Kampf. Ja, ist keine Zeit. Rico, schnell! Den Kurs ändern! No! Wenn es dir ehrlich gesagt hat, dass wir keine Chance haben, haben wir eine gute Chance gehabt. Und schon den Kurs geändert, so muss das sein. Verdammt, verdammt, verdammt! Zu viel Masse! Elli! Du! Halte an! Wir können einen Zusammenstoß verhindern, wenn wir drei Gears benutzen. Ah, okay. Ich glaube, Ellie hat sich jetzt entschlossen. Okay, wir haben es erst verschoben. Und Powerstation. Lass uns raus, Fall. Aber es ist jetzt unterwegs im Residenzdistrikt. Er hat recht. Wir müssen erst dort hinweg, wo es kein Schadbusser kann. Unmöglich. Wir können nicht mehr den Kurs ändern, als wir schon haben. Nee, wir müssen noch ein bisschen länger durchhalten. Was? Verrückt? Hä? Wir überhitzen! Verdammt, nicht jetzt! Es ist nichts, was wir hier weiter tun könnten. Hier herumzuholen würde nur ein Suizid machen. Aber... Also jetzt, ich bin raus hier, komm schon! Ellie! Halt! Was machst du, wenn du das machst? Ach, mach dir keine Sorgen, mein Gear ist vom Salais. Ich bin... Ordnung. Ellie! Was machst du? Wenn du es weitermachst, dann wirst du... Aber... Was anderes könnte ich denn tun? Oder wir?
Immerhin haben wir den Schaden reduziert. Tut mir leid. Es ist besser, als nichts zu tun. Ellie! Noch ein bisschen mehr, bitte! Geh aus! Ist das vorbei? Irgendwas hat man da am Ende noch gesehen. Irgendeinen Gear. Ich bin am Leben? Ja, Dick, hast überlebt. Wer bist du? Warum ich? Ein interessantes Gear auf jeden Fall, mit Flügel. Hätte ich auch gern. Warte. Ellie! Ellie! Ja? Ellie! Aufwachen! Du bist... frei? Das war die Weltall. Man glaubt oder nicht. Frei? So dumm. So... so dumm einfach. Meinst du oder schreist du herum? Tut mir leid. Ist okay. Kannst du mir vergeben? Es ist nicht deine Schuld, Ellie. Es ist nicht deine Schuld. Hi. Ellie, lass uns zurückgehen. Ich muss irgendwann mal eine Position finden, wo ich schneiden kann. Denn ich bin schon wieder bei einer halben Stunde fast. Diese Person wäre... wo? Wer heißt wohin, ne? Ja. Zuerst haben wir das ganze Imperium gerettet. Jetzt werden wir von ihnen verfolgt. Das ist ein netter Dank. Wir können uns jetzt nicht erlauben, einen falschen Zug zu machen. Mit dieser Sicherheitsdame hier, die wir haben. Hamas ist unsere einzige Hoffnung. Er ist spät dran. Hammer! Sieht so aus, wäre Hammer hier. Der Hammer! Da ist er! Bro, Sitan! Ich habe die Schlüsselinformationen, die uns hier raushelfen könnten aus der Hauptstadt. Okay, lass hören.
des Imperiums neues Superluftschiff. Goliath heißt es, Bro. Das imperiale neue Kreation? Das Superluftschiff Goliath? Superluftschiff? Ist das groß? Zack, 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 zack. Es ist mehr als groß. Gesundheit. Ich heiße Elle. Ja, wie ich gesagt habe. Es ist sehr groß, Ellie. Die Goliath ist eine extraordinäre... Es ist einfach krass, wie groß das ist. Es heißt, selbst die Goliath kann Gears aussehen lassen wie Bohnen. Pi, das heißt nicht Bohnen. Auf jeden Fall ziemlich groß. Es heißt auch in einem Gerücht, dass es in Aves Hauptstadt ist. Bläder Weg. Moment, ist es so groß wie Bläder Weg? Wow, das muss ein riesen Luftschiff sein. Das muss ja ein riesiges Kampfschiff sein. Alter, so groß wie AW, dass es ganz AW auslöschen könnte? Krass. Na, laut meinen Quellen ist es nördlich von Kislev. In einem Untergrunddock. Irgendwo in einer militärischen Einrichtung. Die militärische Einrichtung? Nördlich von der Stadt? Ellie, stimmt das nicht? Ich kenne die Einrichtung. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Die Imperale... auf jeden Fall die Imperalen. Ich habe sie infiltriert. Ich hätte nie gedacht, dass das so etwas ist dort. Dass es etwas gibt. Ellie? Kannst du dich noch daran erinnern? Wie hast du die Basis damals infiltriert? Ja, Sitan. Den Weg nördlich, hinter Kislevs imperialer Stadt. Hinter den Craft-Out-Porschen auf dem Mount Peak. Eigenname. Liegt die imperiale militärische Einrichtung. Gut. Dann lass uns mal hinschauen. Bevor das Imperium dazu sich entscheidet, gegen Awe vorzugehen. Das ist mein Plan. Wir stehlen uns ein Luftschiff. Brrr. Bis zum nächsten Apartment und ciao.